Natalina Marcantoni ist am Heiligen Abend 1961 geboren. Sie leidet an Polio und lebt immer im Rollstuhl. Mit dem Mund zu zeichnen und zu malen begann sie, als sie 18 war. Natalina liebt Landschaften, Stillleben und Blumen. Sie hat ein Gespür dafür, was das Publikum will. Ihre Bilder werden daher oft für Kartendrucke ausgewählt. 3 Jahre lang hatte ich einen Lehrer, aber dann habe ich mir gesagt, es ist besser, wenn ich mich jetzt selber arrangiere. Denn wenn immer er gekommen wäre, hätte ich mich nicht eigenständig weiterentwickeln können. Es war meine Schwester, die die Stücke organisiert hat. Sie musste in die Fabrik gehen, um die Stücke zu holen und nach Hause zu bringen. Sie hat sie also gebracht, ich habe sie bemalt und dann mussten wir sie nach Verona bringen, um sie zu brennen. Denn die Keramik erfordert eine völlig andere Verfahrensweise. Viele davon sind bei meinen Verwandten ausgestellt. Wie alle Behinderten schätzt auch Natalina das Leben und die Geborgenheit in einer Großfamilie, wo alle aufeinander Rücksicht nehmen, wo auch ein behinderter Mensch sein darf.